Ich hatte noch ein paar Pflaumen im Gläschen übrig und möchte morgen gerne wieder schöne frische Marmelade essen. Die mache ich jetzt in meinen Mixtopf rein. Mal sehen, was mir dazu noch einfällt. So, dann werde ich noch ein paar Marzipankartoffeln damit drin machen. Der Gatte mag Marzipan. Mal sehen, mit Pflaumen sollte das schmecken. Ich habe nur drei Marzipankartoffelchen mit reingemacht. Natürlich etwas Zimt kommt noch mit rein. Yummy. Das wird nochmal eine Wintermarmelade. Wenn ich die Flüssigkeit voll kriegen will, habe ich noch ein bisschen Apfelsaft kommt noch dazu. Und dann habe ich noch was von Hello Kitty Kinderpunsch. Davon kommt auch nochmal drin. Das ist Bärenmix. Yes. Und dann kommt natürlich wieder eine Tüte von meinem Gelierzucker. Das ist mit Stevia dazu. Gott, ich zischel heute. 350 Gramm Gelierzucker für 1000 Gramm Früchte oder 900 Milliliter Flüssigkeit. So, Ja, ihr jetzt mache ich das Liebchens, ich Ganze drehe noch wie wild an den Knöpfen erstmal umher. Temperatur Also 100 Grad. natürlich stelle ich erst die Zeit ein, dann die Temperatur und dann, wie schnell es sein soll. Naja, Übung macht den Meister. Wir brauchen 13 Minuten. Also erstmal die Zeit. So. Jetzt kommt die Temperatur, 100 Grad. Ich drücke manchmal noch ein bisschen wild, aber egal. Ihr wisst ja, was ihr meint ist. Stufe 1. Fertig. Los geht es. So, und jetzt gießt ihr euch das in eure Gläser hinein. Wie beim letzten Mal auch schon. Und schön fest verschließen und auf den Kopf stellen. Da ist sie, die Kitty-Marmelade. Und die duftet durch die Pflaumen und den Zimt. Ein Genuss. Wird uns morgen früh schmecken. Viel Spaß beim Nachmachen.